Du hast mich erwischt. Ich bin ehrlich, gestern war Karneval. Oh, ja. Ich stehe hier wieder mit einem Bierchen. Ertappt. Ey! Scheiße, war die Schmutzi-Lache. Nur mal vorweg, so, also dieses Projekt ist auch Twimax mit seinen Kumpels oder sind da auch andere Streamer mit drin und so oder wie läuft es da ab? Amar noch dabei. Amar kickt da auch mit, YouTube und Kumpels, okay. Auch Amar, sehr geil. Auch moin dabei. Moin und herzlich willkommen zum nächsten Heimspiel vom NSV Samstag. Wir haben heute einen unfassbar starken Gegner. Wir spielen gegen Bramfeld und wir sind da leider. Wir treffen heute gegen, glaube ich, den besten Stürmer der Liga, den zweitbesten und drittbesten. Die haben eine Offensivkraft, die haben in 5 Spielen 47 Tore geschossen. Die sind völlig krass. Wir haben, glaube ich, nur das 5 Spiel gegen die gewonnen. Und sonst Digga, was für Ligen kicken die? Das ist bei uns früher nie passiert, oder? Was der heute gewinnt. Gab's nie so Ausreißer. Aber es war mal der Höchste, hast du vielleicht mal 6-2 gewonnen, 6-0. Null vielleicht mal. Ja, aber selbst auch die, die Erster waren, haben jetzt auch nicht so randaliert, dass da die selbst gegen den Letzten nicht, ne. Das gab's jetzt auch nicht so extrem, ne. Da war schon eine Klatsche, so mal so ein 4-1, wo du mal kassiert hast oder so, gegen welche, wo dann irgendwelche von den Ersten aus... Also über einen Zehnerschlag auf gar keinen Fall, ne. Hab ich schon mal einen Zehnerschlag gekriegt? Nee, noch nie. Sag ich ja, also sowas haben wir nicht gekriegt, so... Ich hab vielleicht auch mal irgendwann einen Zehnerschlag bekommen, aber jetzt nicht so, dass ich mich daran erinnern würde. Habt ihr schon mal so, was war eure höchste Niederlage? Dass ich so richtig weggeklatscht wurden, so, kann ich mich auch nicht so dran erinnern. Ja, selbst wenn die ja so in Vorbereitungsspiele gegen Höhere oder so, also ne, da hast du ja auch keine, ich meine, da gibt es ja noch das Spiel Ebertsheim, was war Kreisliga gegen Grünstadt, weil damals, was waren die damals? Wie ging das aus? 4-1 oder so, 5-1 oder so, das war in Grünstadt immer. Das Landesliga schon immer, oder? Nee, die erste? Ja. Landesliga, ja. Ja. Also so richtig weggebollert jetzt auch noch nicht, ne? Nee. Steigt relativ sicher auf. Bei uns fehlen leider 2. Einer ist verletzt, 2 sind krank. 4, inklusive mir, waren gestern 2 Tage lang auf dem Karneval. Wir sind eben gerade erst wiedergekommen. Hinter mir liegt eine 6,5 Stunden lange Autofahrt. Und trotzdem stehen wir hier jetzt auf dem Platz. Wir haben heute eine andere Taktik gegen die Gegner, weil die gerade offensiv so unglaublich stark sind, dass wir nicht mit Dreierkette spielen, sondern mit Viererkette. Dadurch fällt vorne ein Stürmer weg und wir spielen nur mit einem Stürmer. Das bin ich. Also wenn wir das Ding heute gewinnen wollen, muss ich irgendwie gegen so ein Spitzenteam irgendwie versuchen, ein Tor zu schießen. Niki, ich dachte, du kommst nicht. Bist doch da. Ja, ich bin topfit. Ja, um 7.30 Uhr kam mein Bruder zu mir ins Zimmer, unser Hotelzimmer geteilt, hat dann noch eine halbe Stunde auf Klo gepennt und dann mussten wir auch schon wieder losfahren mit dem Auto. Also, der hatte noch locker 3 Promille oder hinter sich. Aber er kann ja eh nicht spielen, der macht noch den Trainer. Ja. Ja, ich habe mir da 1-2 Taktiken überlegt, wie wir heute das Spitzenspiel gewinnen werden. Mal gucken. Wieder sieht man es mir an, dass ich... Schon krass, sonst siehst du schon ein bisschen frischer aus. Dann haben wir noch bei ESN, einer von unseren Sponsoren, jetzt hier eine Werbung. Die haben ein neues Produkt gehabt, Elektrolyte haben die jetzt auch endlich am Start. Das konnte ich letzte Woche schon testen. Das war, ich komme mir gerade vor wie auf The Zone, Alter, da mit das, was wir nicht in die Cam zeigen durften. Jetzt habe ich es mir gerade auch vor dem Spiel reingehauen, selbstverständlich. Elektrolyte braucht man auch nicht nur für den Sport, sondern auch nach einer sehr langen Nacht. Schmeckt geil, hat auf jeden Fall sehr gut gewirkt. Die Dinger sind jetzt seit... Will ich ESN damit in Kontakt gebracht werden? Ja, Elektrolyte braucht man immer. Das könnt ihr euch sehr gerne gönnen. Mit Code HARDSTUCK habt ihr immer den maximalen Rabatt. Manchmal so 10%, manchmal 20%, manchmal 30%. Code HARDSTUCK, immer der maximale Rabatt. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne gönnen. An der Stelle vielen Dank an ESN. Jetzt sehen wir die Aufstellung gerade. Ich glaube, die ist auch noch nicht zu 100% angepasst. Hans geht rechte Verteidigung. Hans hat doch immer... Ich hab professionell gemacht. Das erste Mal, okay, aber das erste Mal bei uns jetzt. Und rechts vorne spielt dann eine Schaun. Ah, okay, weil du ausfällst oder weil Malte ausfällt? Scharf, oder? Weil Malte nicht ganz fit ist und Hans gerne Rechtsverteidiger spielen möchte, weil das seine Stammposition ist. Ja, okay. Auch nicht wundern, ihr seht natürlich gerade schon die Türkei-Flagge. Wir werden auch gleich wieder eine Schweigeminute hier haben. Wie viele Zuschauer auch, und ganz viel Mitgefühl in Richtung aller Betroffenen und auch Opfer in der Türkei und in Syrien und tatsächlich auch, um mal kurz ein bisschen ernst zu werden, auch 2 Spieler aus der Mannschaft von Bramfeld tatsächlich auch direkt betroffen. Aber jetzt erstmal Volldampf, ab zum Topspiel. Und auch wenn es noch nicht um den Meistertitel im Aufstieg heute geht, ist es in der Tat eine Vorentscheidung und die müssen sich richtig strecken. Mit Einlaufmusik, das? Kommentator, Kameramann, Schmitzi auch am Start. Kanten vom SSV. Was ist das für eine Kante allerdings? Heute auch natürlich wieder eine ganz große Aufgabe auf der 6 heute. Mal gucken, wie viel er defensiv spielen wird. Der wird schon unterstützen müssen. Ja, ich meine, er ist natürlich ja auch als so einer der höchstklassigsten ehemaligen. Ja, auch Oberliga, Regionalliga gespielt, Leon Heine. Wird heute gefordert sein. Richtig, richtig Attacke bei den Zweikämpfen. Jungs, streamen die das? Oder ist wirklich das nur als Video? Heute. Das streamen das auch, glaube ich. Nein, nein, nein. Nein. Richtig schön kompakt und dann hauen wir die heute weg, Jungs. Okay. Ja. Sag's gut. Was ist unser Wort? Heimsieg mal heute. Okay. 3, 2, 1. Heimsieg! Komm, let's go.
Team, das, okay, krank. Ich bin ultra gespannt. Ja, das wird eine Heft. Guck mal, wie die anrennen direkt. Das wird eine Alter, Anstoßmann aus Bramfeld, laufen da drauf. Anfangsphase, das sag ich dir. Die sind fit, die können rennen, die waren wahrscheinlich nicht auf dem Karneval in Köln saufen. Die Linie wie bei FIFA. Der erste Mal Ball in der Spitze, direkt zwei Mann drauf, ist richtig. Und Kevin Adler muss sich das erste Mal lang machen. Wir sind hier im Breitensport, im Amateursport, das ist auch gut so. Das ist so ein Krampf, ehrlich ist, aber für wen? Wir bleiben erstmal kurz drauf. Das erste Mal Kevin Adler! Wichtig, Alter, der hat heiße Handschuhe heute. Kurze Ecke, grandios weggefischt. Da ist nämlich der Neuzugang, Batuhan Evren. 10 Dinger in den letzten 3 Partien. Und die Qualität. Jetzt Alex Keck. Das ist doch eine Chance. Kann Druck machen. Endlich mal ein bisschen kontern. Da sind noch so viele Leute. Wie gesagt, gutes Tackling. Alles gut. Ball gespielt. Ja. Und Robby ist Karneval feiern in Köln. So. Er hat seine Tochter vorgeschoben. Oh, ja, Alex Keck. Klingel. In die Mitte und sucht natürlich den Abschluss. Hat ja auch einen Schuss. Hat. Oh, der okay, ist gut. Okay, okay. Yes. Oh. Und Travis. Schiebt ihn rein, ich hab's euch gesagt, schiebt ihn! Max Stendler, er ist da, wo ein Mittelstürmer her. So. Er hat seine Tochter vorgeschlagen, ja, Alex Keck. Das war noch der hier. Klingel. In die Mitte und sucht natürlich den Abschluss, hat ja auch einen Schuss. Und hat. Okay, 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 okay. Yes. So und Travis, schiebt ihn rein, ich hab's euch gesagt, schiebt ihn! Max Stendler, er ist da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und haut das Ding rein. Aber was war denn mit dem Schuss los? Der sah erst überragend aus, dann ging der einfach auf Mann. Kann er das Zone sein, weil das Bild ist schärfer. Und dann lässt der Torwart ihn klatschen und Trimax macht das Ding rein. Stimmt, der steht einfach da, wo er stehen muss. Der zieht einfach rein, überrascht den Keeper. Das heißt, Ende des Tages ist es ein Torwartfehler, aber egal. Ist doch egal. Max Viertes Saisontor auf dem Weg in Richtung 20, Chat. Ist es noch drin? 4 von 20, Max Stemmler in so einem wichtigen Spiel mit der Führung. Alle. Müssen wir echt nochmal drüber reden, was der Torwart da macht? Ist doch egal. Auch mit Replay. Der stand vor ein paar Minuten noch auf der Tanzfläche irgendwo in Köln und jetzt steht er genau richtig im 16er in Hamburg und hau das Ding rein, den Abpraller. Ja, eine Zeit lang war auch so auf dem Weg in Richtung sehr ambitioniert. Gute Schussposition. Oh, Alter. Okay. Fliegt gut. Ist der Adler. Es liegt am Nachnamen. Er macht einfach den Adler. Ist das eigentlich der beste Name für einen Torwart? Bessere gibt's nicht. Kevin Adler. Schön gehalten. Geht da wieder quer in der Luft. Glanzparade. Zum Seitfallzieher. Eng verteidigt Seitfallzieher, also mutig. Na gut, wenn der fällt, dann sind wir bei einem Traumtor. Aber das ist zu gut verteidigt. Ja. Da geht gar nichts. Das ist dabei schon gefährlich werden. Und wieder ist Kevin Adler da. Ich mit Man of the Match, ne? Mit dem Fuß, mit der Hand ist ihm doch alles scheißegal. Eine 1 plus mit Sternchen, der Mann da hinten in Gelb. Jetzt hate hart hier. Unten, Alter, was das ist seine Rolle. Live-Abstimmungen. Gefährlich werden aus der zweiten. Oh, nein, ist der hat gefälscht. Der ist Mitte Tor und der ist drin. Da ist der Anschlusstreffer von Bramfeld. Digga, was ist aber auch für eine Stimmung? Da werden wir nochmal hingucken müssen. Gefühlt Alter, mal, war der rein von der Platzierung her nicht so gefährlich, der Schuss. Guckt euch die Emotionen an. Digga, was ist denn da für ein Hass in dem Spiel? Das finde ich geil. Alter, die Kamera fuck! Ist der Ball abgefälscht oder nicht? Erstmal wird er gepfiffen, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich glaube, das ist einfach ein Knuckleball. Kleiner Emirhan Evren ist es. Das ist schon krass, was für eine Aufgabe hier Trimax und Co. Wie geht es da ab? Aber die haben ja auch ein paar Top-Spieler. Ich meine, Leon Heine, auch mal auf dem Weg. Digga, habe ich gerade... Oh, das könnte gerade böse werden, ne? Ja. Aber habe ich gerade richtig gesehen, dass die sogar Seiten-Schiedsrichter haben, Linien-Schiedsrichter? Das habe ich nicht gesehen, weißt du? Wie krass ist das? Ich war ein bisschen fasziniert von dieser Kameraführung über die Außen gerade. Aber ich glaube, das könnte jetzt ekelhaft werden hier, ne? Ich habe ein bisschen eklig gestoppt, ne? Ja, haben die... Richtung Profi. Nee. Kopf tief, Fuß hoch, man weiß es nicht so genau. Aber sofort entschuldigt, alles gut. Steht Max wieder richtig. Gefährlich. Gefährlich. Und es gibt Köpfe zu gegen sein. Oh, nicht so heiß, der ist so heiß. Und der ist drin! Einfach sich mal ein Herz gefasst. Jay-Z Zimmermann mit seinem magischen Ding. Oh, das Ding da einfach rechts rein. Wichtige Antwort. Es wusste 3 Sekunden lang niemand, wo der Ball liegt. Er lag auf irgendeinem Rücken rum. Und dann ist es wie bei Harry Potter, der Schnatz. Auf einmal ist er da und dann fliegt er dahin mit seinem Besen, der Mann mit der Nummer 17, und jagt da drauf. Das Ding rein. Mit einem das Strich. Passiert da, da waren... Ja, und ich glaube, da hat sich jemand verletzt von Bramfeld. Wir werden nochmal hingucken. Oder abgefälscht Ja, muss irgendwie ein Zusammenprall mit Dennis Seeker gewesen sein. Hatte auf jeden Fall nichts mit Jay-Z Zimmermann zu tun. Hält sich den Fuß.
Was ist das für eine Partie hier? Viele Chancen für Bramfeld ungenutzt und Jay-Z nagelt das Ding schon wieder. Und wieder gefährlich! Der Torwart ist sehr wir unsicher. Wir müssen schießen hier heute. Ich bin schon bei mir angekommen. Meine Dinge, seit wann geht man auch so vorne zum Ball? Ihr dürft übrigens auch, ne? Fragestunde an den Coach hier. Niki, Pep, Stemmler, Sean. Das ist ein Flatterball und der ist drin! Der ist drin! Also, genau, das ist wie der das nächste Flatterball. Ich sag dir, der Torwart ist schlechter wie der vorher. Ich glaub's nicht. Sean ganz spät in die Startaufstellung gerückt. Der sollte eigentlich gar nicht spielen. Nee, stimmt, das ist echt. Guck dir das an. Natürlich sieht der Torwart wieder unglücklich aus, aber der flattert ohne Ende. Der flattert eklig, den lackt aber er rein. Der, den lackt er über die, Torwart die, den lackt ne? er über die Linie. Ich fass ich es glaube nicht. Es nicht. Das ist der fünfte Torschuss oder was vom SSV Harzdorf. Flutschfinger scheint einer. Flutschfinger. Torwart hat Flutschfinger. Ja. Das ist ja, ich kann es dir auch noch mal erzählen. Die haben auch so komisch dahinter. Ja, durchlesen, ist der Wahnsinn. Hier Informationen von Bramfeld selber bekommen. Ja. Infos zum Torwart. Ambrois wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen. Ja. Sieht immer Lash aus, ist aber ein stabiler Torwart. Ja, gute. Und stand jetzt eher Lash. Ja, ich glaube auch. Hier hat eher einen Lash-Eindruck gemacht. Ja. Also mit 3-1 in die Halbzeitpause zu gehen, das wäre schon echt geil. Ich glaube, damit, also da so bei der Vorbesprechung klingt das alles noch anders. Dennis hat gelacht, als wir gefragt haben. Digga, er redet halt wirklich einsatz wie Trimax. Wie es heute ausgehen wird. Ja. Jetzt liegen wir hier echt 3-1 vorne. Ja. Teilweise komplett neue Spieler dabei. Ne? Malzisch hat nicht so häufig gespielt. Mhm. Der ist dabei. Hans spielt das erste Mal hinten. Der ist da eine Stimmung in zwei Jungs aus. Der Mann für die Standards Alex. Mit der Nummer 7, ja. Alex Keck. Ein wahnsinnig schönes freches Tor hat er tatsächlich auch schon gemacht. Oh, der muss gerade. Er wird es auf jeden Fall versuchen. Er macht die flach! Der ist auch wieder drin! Der ist drin! Ich glaub's nicht! Was es passiert bleibt, hier? Es bleibt ein bisschen Lash, was da hinten passiert. Und wer hat jetzt das Tor gemacht? Ist es Alex Keck? Ist es ein Eigentor? Oder ist es irgendwer anders? Wir müssen hingucken. Der ist nämlich eigentlich nicht gut getreten. Oh, da ist er fälscht ab. Er muss man dazu sagen, der eigene Spieler fälscht ihn ab. Digga, was haben die auch für Replays Alex, da? Das hatten wir letzte Woche auch schon so. Das ne? Oder vor zwei hässlich, Wochen, als Alex dann im Nachhinein ein Tor bekommen hat. Geben wir es dem Keck, komm. Geben wir es dem Keck. 18. Saisontor wäre das für Alex Keck. Geil. Ich kann es nicht fassen. Ich fasse es nicht. Holy shit. Dass die Jungs heute einen guten Tag haben, einen schönen Abend, ist absolut klar. Die Trommel hat sich gelohnt. Die Trommel ist der neue Glücksbringer. Wie viele Leute sind da auch da? Wir sind oben im Score, keine Sorge, Leute. Ja, da ist er wieder, Leon Heine. Da kann man auch mal pfeifen. Also der zweite ist der überhaupt nicht Richtung Ball. Dann ist es aber auch Ende dieser Halbzeit, wenn es denn so bleibt. Vom Spiel. Ich sage, es wird richtig hitzig. SSV, größer deutsche Nationalmannschaft. Ja. Also wenn sie das Ding hier against Manny keine Orts. Diskussion mehr. Dann will ich mal einer draußen hören, der was sagt. Ja. Wir haben es ja vorm Spiel gesagt, Alex Kipp, das ist, nimmt da drei Leute auseinander. Der beschäftigt ist das immer noch an der Pille. Tänzelt dadurch. Okay, jetzt wieder gestoppt. Im sechsten Zweikampf. Jetzt ist er platt. Samengefalle. Sich nochmal schön Level-Up rein tanken und dann nicht schlafen können. Genau. Beste Leben. Dann Alex Keck aus der Distanz. Wow. Boah, Alex, wo hebt er ab? Das war schon ein Flugshow. Richtig frustrierend. Sean gefällt mir aber auch gut. Da wieder gegen drei Mann. Gut, jetzt ist der Ball weg. Stark gemacht aber vorher. Und die Starspieler von Bramfeld kommen noch nicht so richtig in die Partie. Jetzt geht's mal wieder nach vorne. Raus, aber sofort ist der Ball wieder weg. Jetzt wird der Ball ins Ausgeschossen wegen einer Verletzung. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Steht aber auch schon wieder. Es ist Sean sogar. Ja, Sean am Humpeln, das sieht nicht gut aus. Wurde er beim letzten, als er vom Ball getrennt wurde, glaube ich, auch Fuß getroffen. Oh, auch beim Bier. Da knickt er weg. Der hier von Miro auch im Chat, der hat es direkt gesehen. Das war auch immer so ein scheiß Kunstrasen, oder? Immer so ein flacher. Ey, gute Besserung an Sean, hat ein super Spiel gemacht. Claps in den Chat für Sean. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm und nichts gerissen, aber der, selbst wenn er es jetzt rauslaufen kann, den sehen wir heute nicht mehr wieder. Nee, das war's. Nee. Und da ist er gefährlich. Immer ein Bartuhan. 10 Treffer in 3 Spielen. Zieht er links vorbei. Ist der schnell. Jetzt muss es jetzt. Aber auf Mann zum Glück. Und der Adler, nein, der hält ihn nicht fest. Ihn wichtige Grätsche, da kannst du vielleicht sogar pfeifen. Vor der Adler ist wieder da. Was eine Torlinie-Technik braucht. Den Elfer, oder? Den gibt er, oder? Hat er den gegeben? Er pfeift den Elfer. Da kommt der Fuß hoch, ist er dran am Arbeiten. Aber er, hat doch er schießt seinen eigenen Mitspieler an. Und er schießt auch den selber. Gut. 11. Saisontor für den Mann, der überhaupt erst 4-mal gespielt hat. Batuhan, Evren. So, mal einen reinbringen. Macht Hans. Alex, schöne Brustannahme. Tankt sich durch. Was? 11. Saisontor für den? Der hat 4. Spiel. Jetzt heißt, gib durch zu Max. Der steht frei. Knall ihn rein. Trimax. Knall ihn rein. Ist eine Flanke. Eine unfreiwillige Flanke auf Alex Keck. Gute Szene trotzdem für Harzack. Und der scheppert's direkt mal. Stolpert Max den da. Werden wir uns zu lange in der Verarbeitung gebraucht. Ja, er hat zu lange gebraucht. Riesenchance für ihn. Das ist gut, das ist der 17er wieder, ne? 3 gegen 4. Der ist jetzt vor. Da würde ich jetzt auch mal ein bisschen Karton sehen wollen. Ja.
Schiri souverän. Aber traumhaft gemacht von Leon Kreuz. Und wieder so ein Standard vom Keck. Und der wieder gefährlich und Max steht wieder fast richtig. Das ist ja wirklich jeden Ball, egal von wo, einfach in Richtung Tor. Jetzt könnt schnell jetzt gehen. 3 gegen 2. Max ist vorne drin. Die Pace. Guckt euch diese Pace an. Mach dir den gut. Gib das Ding in die Mitte. Vergeudet jetzt mit Übersicht. Komm. Alter. Gute Flanke. Dennis Seger. Digga. Oh, krank gemacht. Krank gemacht. Und auch die Übersicht, ne? Wir hätten eigentlich direkt nicht lange Eckkopfen müssen. Top Crew, ne? Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass es so geil wird. Aber es ist wirklich unfassbar geil. Oh, Jay-Z. Torwart, das ist ein gutes Spiel heute. Da kannst du den Deckel fast aufmachen dann in der 70. Aber ihr habt recht, Briefmarken sind wirklich auch sehr spannend. Oh, Briefmarken unterschätzt. Ja. Batuan Efrenz muss drin sein. Ja, da ist kalt. Einmal gepennt in der Defensive. Aber wie kann es denn sein, dass die vorne einer haben? Was, der hat angeblich Regionalliga gespielt? Ja, ist bestimmt seine Kumpels oder so gewechselt, ne? Und Torwart in der Bronze. Gut verarbeitet von den Jungs. Und wir haben es gerade gesagt, kritische Phase. Die Jungs sind wieder hyped, sie sind noch nicht weg. 15 Minuten haben sie jetzt noch. Und sind noch minus eins. Nur noch eins tief. Ist dann genau zwischen den Linien. Ist ein kleiner Stellungsfehler. Ist gut. Es ist ein stark kleiner Stellungsfehler gerade. Wenn er den links oben sich traut zu schlänzen, könnte das das nächste Traumtor sein. Ja. Aber das ist ja richtig sauber gemacht. Also das hat der ja wirklich, vor einem halben Jahr konnte der das nicht. Nein, er hat sich wirklich gesteigert. So eine Hereingabe, also jetzt mal im Ernst-Chat. Ich weiß, ihr seid immer sehr hart mit meinem Bruder, weil es ist nicht immer alles so super, mega fußballerisch, sportlich aussieht. Aber das ist doch echt. Der Mann ist bereit für den Aufstieg. Ja, ist er. Der will die Liga höher. Vielleicht liegt es ja auch am tollen Partner. Wir wollen natürlich nochmal einen Shoutout geben für ESN. Mit dem Code HARDSTAR könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal ordentlich sparen. Und wir haben es ja eben schon gesagt, die Elektrolyte. Erstmal eine wichtige Szene hier gerade für Harztag. Den müssen wir noch mal kurz wegverteidigen, bevor wir weiter nochmal schauen. Oh. Mutige Grätsche. Wahnsinn. Die ist sauber. Das ist geiler Einsatz. Ist riskant, aber... Das war so eine Team-Mauische. Also nochmal kurz zur ESN. Perfekter Partner für die Fußballmannschaft. Was macht er jetzt? Team-Bar oder was? Supplements. Iso-Clear ist am Start. Hier, dass sowieso Saft schmeckt. Eine krasse Entwicklung, was daraus geworden ist. Ja. Aus Proteinpulver inzwischen. Nährstoffversorgung für während des Spiels und so. Und jetzt aufgepasst für alle hier, ne? Am Mittwoch, 22.02. gibt es 20% auf alles hier, so Vitalstoffe. Kreatin, Athlete Stack und so weiter. Mittwoch, 22.02. BSN. Ordentlich sparen und wie gesagt, die neuen Elektrolyte. Du hast sie schon getestet. Ich hab's schon getestet. 5 Liter hat er gesagt, getrunken. Sind auf jeden Fall gut. In 3 Geschmacksrichtungen neutral: Green Apple und Cherry Lollipop. Also schönen Dank. Und jetzt voller Fokus hier auf die letzten 6,5 Minuten. Bis Nachspielzeit wird es wahrscheinlich geben. Ich frage mich wirklich, wo wir auch spielen könnten, wenn wir trainieren würden. Ja? Alle anderen trainieren ja logischerweise. Soll ein Ding sein mit die dem Trainieren, dass man dann besser wird, glaube ich. So aber bei euch ist es eher so, die Teamchemie, die jetzt gewachsen ist über die Monate. Weil gefühlt ist da auf jeden Fall, also wahrscheinlich nur wegen dir, aber vielleicht auch ein bisschen wegen der Mannschaft, dass das echt besser geworden ist. Der Chat hat eben schon gefragt. Bestes Spiel der Saison? Also ich meine, letzte Woche war auch sehr gut. Digga, also der fliegt da hin und rum. Wo war der Ball? 1-2 Minuten Nachspielzeit bestimmt. Der ist wieder gefährlich. Max, oh! Und das ist die Entscheidung. Und der ist drin. Alex und Keck. Der ist drin. Mit einer super starken Ecke. Geil, was ist da schon wieder passiert? Der Chat hat mich völlig auf. Was ist da passiert? Der ist doch irgendwie reingewuselt, oder? Es ist aber theoretisch würde er da rauskommen, ist ein Fünfer. Eine 1 plus ist es nicht, aber ich gebe eine 1 minus heute dem Adler. Oh, was? Oh. Hä, was? Abseits, okay. Also, ich habe mich schon gewundert, wenn mein Bruder so weit im Voraus ist, dann ist er wahrscheinlich abseits im Spiel. Muss er gesunden Vorsprung gehabt haben. Aber die Frage ist, was mit der Mittellinie ist, ne? Boah, das haben wir jetzt nicht gesehen, ne? Ja, schwierig in der Kameraperspektive. Oh, da hat es mal gescheppert. Und Alex Keck ist richtig sauer. Oh. Und Rudelbildung hatten wir im Hinspiel schon mal. Und da war auch Alex Keck involviert. Stimmt. Da hat es einmal kräftig gescheppert. Ey, und das ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt. 5-3, Alex, ruhig bleiben. Und auch für die anderen Jungs. Und das darf jetzt weitergehen. Da sind sie. 3-3. 5-3 gewinnt der SSV Harzer gegen... Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist aufgezogen. Das zweitbeste Offensivteam der Liga. Ja. Vielleicht sogar also die mal Applaus hier rein. Das ist vorne richtig krass gegen heftig. Das ist also so ein wichtiger Sieg. Es könnte, glaube ich, sogar der wichtigste Sieg gewesen sein. Wahnsinn. Was für ein Spiel. Die Gegner hatten wahnsinnig viele Chancen, gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, hätten wir heute Torhüter getauscht, würde das Ganze komplett anders aussehen. Das Hinspiel 4-3 gewonnen, jetzt 5-3 gewonnen. Damit haben wir gegen den ersten und
gegen den Dritten gewonnen, wir sind Zweiter. Damit sind wir offiziell beste Mannschaft der Liga. Nächste Woche geht es direkt nochmal weiter. Wieder ins Gefängnis, wieder in den Hochsicherheitstrakt. Diesmal nicht mit einem komplett bescheuerten Platz. Da wird es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel nochmal. Ich habe ein Tor geschossen. Ich hatte die letzten Spiele so unglaublich viele Chancen. Nicht ein Ding reingemacht. Heute stand ich da einmal richtig. Wahnsinn. Da ging viel rein. Der Torwart war nicht sicher. Wir haben viel geschossen, viele zweite Bälle. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, als ich mein Tor geschossen habe. Ich konnte es nicht fahren. Ich gucke zum Schiedsrichter. Ich kenne die Schiedsrichterzeichen nicht auswendig. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre abseits. Ich habe mich doch gar nicht gefreut. Erst 5 Minuten später. Die Gegner hatten auch irgendwie 100 Leute mit dabei. Die haben auch richtig Stimmung gemacht. Die Tribüne hat gebebt. Ich hoffe, das hat man ganz im Stream gesehen. Ja, fang nochmal die Atmosphäre rein. Ich zieh mir schon die Jacke an und mach Fotos. Danke. Ey, danke, Chat. Digga, big aufgezogen. Also das ist wirklich krass aufgezogen, der Lachs, ne? Mit der Vorbesprechung, Nachbesprechung, die Qualität, Replays. Krank. Das ist ja wirklich richtig stark aufgezogen.